Gut, rein damit. Sieht sehr lecker aus. Sehr. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Das ist Nico, ich bin Melissa. Yes, wir machen passend zur Rhabarberzeit einen Rhabarber-Crumble. Wow! Ich freue mich, ich liebe Rhabarber. Du? Yes, ich auch. Und das hier ist ein besonders günstiges Rezept. Und wir machen ein sehr leckeres Dessert daraus. Los geht's. Let's go. Wir fangen an mit der Vanillesoße, weil, warum nicht? Na, die muss ja noch abkühlen. So. Ja, ich halte auch schon mal den Ofen vor. Für die Vanillesoße erhitzen wir ein bisschen Milch. Das kommt jetzt hier rein. So, und der Rest wird mit Stärke verrührt. Außerdem Vanillepaste. Dann noch 2 Esslöffel Zucker. Einer. 2. So. Dann Mixi-Mixi. Und noch ein Eigelb, damit die Soße richtig andickt. Dann mach ich den mal klein. Jo. Ich finde, Rhabarber sieht so lustig aus. Ich finde es auch richtig lustig. Ich könnte auch so Pokémon-Hände eigentlich sein. Findest Voll. So ein Pokémon. Wieso gibt es kein Rhabarber-Pokémon bisher? Rhabarbos. Rhabarbos. Rhabarbos setzt Säure ein. Es ist super effektiv. Wirklich? Aber Rhabarbos ist schon die Endentwicklung, finde ich. Das ja. klingt schon so. Rhabarbi. Rhabarbi. Und Rhabarbi, Rhabatzki. Ja, Rhabarbos. Rhabarbos. Ich lieb's. Oh mein Gott, wenn irgendjemand von euch zeichnen kann. Bitte macht ein Rhabarber-Pokémon. Bitte. Und taggt uns. Und der erste ist so ein kleiner Sprössling. Ja. Und dann wird er immer dunkler und größer. Zum Schluss ist er ein Kuchen. Apropos Kuchen. Ich finde allgemein, Rhabarber ist so vielseitig einsetzbar. Mhm. Ich habe mit Felix auch so einen Rhabarber-Baiser-Kuchen gemacht. Oh. Und das ist auch was ganz anderes eigentlich. Mit Crumble und so. Das ist schon cool. Das zieht jetzt hier nicht so richtig an, deswegen gibt es noch ein bisschen Stärke dazu. Hau rein. Und denkt dran, die Stärke nicht einfach so da reinzukippen, sonst habt ihr nämlich einen fetten Blob. Okay, Vanillesoße ist fertig. Mhm. Achtung. Dann mache ich mal den Rhabarber süß, würde ich sagen. Mhm. Ordentlich Zucker drauf. Sowieso. So, ja. Dann noch ein bisschen Ingwer rein. Einfach, um es ein bisschen aufzuspeisen, weißt du? Einfach ja. so, weil hier mal ein bisschen mehr Action rein muss. Ist auch gesund. So. Ist ein bisschen so sparsam hier. Ja, aber dann schmeckt nur noch alles nach Ingwer. Geil. Oh, warte, hier ist noch voll viel dran. Ah, okay. Dazu wieder Stärke. Dann Zucker. Und alles gut vermischen. Und ein bisschen Zimt. Übrigens, wir haben noch ein bisschen Eiweiß übrig. Das könnt ihr nehmen zum Beispiel für einen Baiserkuchen oder so. Oder als Proteinquelle in einem Shake oder so ein Ei ohne Gelb in der Pfanne. Alles ist möglich. Wow, healthy. Oder? Einmal rein damit. Wild, auf jeden Fall. Mhm. Euch kommt das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam vor, dass wir da ja. so viel Stärke reingemacht haben. Aber die Stärke bindet so ein bisschen das Wasser und dann wird es eher wie so eine, naja, Marmelade ist zu viel, aber wie so eine Apfeltaschenfüllung. Ein ja, oder ein Kompott, genau. Mhm, geil. Unsere Crumble obendrauf werden ein bisschen aufregend. Wir haben nämlich heute Haferflocken, ich freue mich voll. Wir machen das nie mit Haferflocken. Heute ist der Tag gekommen. Ja. Weil der Rhabarber so schlotzig wird, sind das hier die bisschen gröberen für den Biss. Ja. So, dann Zucker. Azúcar, wie die Spanier sagen. Azúcar. So, noch ein bisschen Mehl. Eine Prise Salz. Und noch Butter für die Crumbles. Das ist übrigens so ein Rezept, das könnt ihr echt in 3 Minuten zusammenklatschen. Also zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Ja. Wenn noch schnell jemand zu Besuch kommt, ihr wollt noch was machen. Oder ihr geht irgendwo hin und solltet was mitbringen und habt es vergessen. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Und dann so, ja, hier, damit es frisch ist, schiebe ich es bei euch in den Ofen. So eine bist du, verstehe. Na dann. Crumblen wir mal jetzt rüber. So, perfekt. Gut.
Dann aber den Ofen, würde ich sagen. Mhm. Ich nehme das mal weg hier. Eine. Du hast gearbeitet, ich nehme es weg. Danke. Bitte. So, dann warten wir. Ja. Gut. Das sieht auch hervorragend aus hier. Dankeschön. Nice, nice. Dann scoopen wir das jetzt in zwei Schüsseln und drizzeln ein bisschen Vanillesoße drüber. Scoop, scoop, scoop. Wow. Auch schön matschig. Sehr gut. Der Ingwer ist strong. Oh, wow. She thick. Gut, rein damit. Sieht sehr lecker aus. Sehr. Ist bestimmt mega heiß, pass auf. Ja, safe. Heiß. Aber geil. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Ja, ich finde schon. Ein bisschen mehr. Aber sehr lecker. Hat was. Ich fand's gut so. Wow. Ja, dass wir das mal sagen. Also wirklich. Ich glaube, wenn man zufällig noch zu Hause hat, noch ein paar Nüsse oder so, die irgendwie übrig geblieben sind, machen sich auch noch hervorragend drin, aber ansonsten sehr lecker. Ich finde auch noch so einen Apfelkern rein oder so. Finde ich auch ganz süß. Aber sehr lecker, muss ich sagen. Aber so ist das auch schon super lecker. Ja. Echt mega cool. Günstig obendrauf. Voll. Perfekt. Find's echt gut. Ja, also wenn ihr Lust auf noch mehr günstige und schnelle Rezepte habt, könnt ihr jetzt hier hinklicken. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Bye, bye.